Nein, Samen, brauche ich doch Samen. Ich bin der Samuel. Ich meine, so heißt einer bestimmt jetzt in den Kommentaren. So heiße ich. War ja auch nichts Böses, hab nur halt Samen mit einem Namen gemischt. So. Jetzt ist hier gleich alles vollgepflückt. Ah ja, und vielen Dank für die ganzen Sachen mit den Kronleuchtern. Davon werde ich mir auch einen aussuchen. Beziehungsweise war das ja eine richtige Ideenflut, die mir da in die Birne reinkam. Und ich werde so eine Art Glowstone. Oh oh. Ich muss erst bauen. Oh, ich kann hier noch ein paar Sticks hinschmeißen. Tschüss. So. Sauber. Wächst das jetzt schneller? Ne, keine Ahnung. Stimmt jetzt wahnsinnig schnell am Wachsen. Einer hat auch gefragt, warum hast du den Pool denn direkt neben dem Meer gebaut? Ja, ganz klar, oder? Hier ist Salzwasser, da ist Süßwasser. Hallo? Nein! Scheiß Tintenfischplage hier wieder. Damit baue ich mir da erstmal ein schönes Buch. Ich überlege gerade, könnte man da reinschreiben? Vielleicht immer, wenn mich so ein Creeper hochjagt oder so. Wobei, das passiert ja gar nicht mehr so oft. Gerade gesehen, man muss das hier gar nicht komplett zubauen. Ist das neu? Keine Ahnung. Alles, was ich vorher noch nie gebaut habe, ist jetzt seit 1.3 drin. So einfach ist das. Nein. Flupp. Ist auch blöd, dass ohne dem Enchanting-Mod kann ich nichts mehr reparieren. Nichts mehr reparieren. Geil, fertig. Aber ich stopf's mal hier rein, nehme noch ein bisschen Erde raus, sehe ich gerade. Und ich weiß nicht, warum ich so viel Glas hier drin habe, aber ich lasse es auch mal hier, genau wie die Werkbänke. So, Dorfbewohner. Oh. Genau, vorne raus. Ach, falscher Knopf. Am besten mal so einen Code eingeben, dann. Hä? So, ich dachte mir erst an der Brücke hier so einfach so in die Richtung rüber, aber vielleicht mache ich es auch, sehe ich gerade, weil eigentlich dachte ich so in die Richtung rüber. Nur das passt ja so mal gar nicht. Also muss ich dann doch auf diese eine Variante hier zugreifen. Oh, guck mal, Clay. Davon gibt's auch genug. Wenn ich damit mal was baue, dann besorge ich mir noch was. Hey! Warte mal, hinstellen, dann habe ich voll die Power. Ja, da hinten muss auf jeden Fall noch Sand hin. Obwohl hier so direkt die... Ja, komm. Komm, das baue ich. Ich baue jetzt hier eine richtig schöne Brücke hin. Wo ich eh nachher den Sand wieder hin wegmache und nachher Gravel dahin tue. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wo der Gravelweg dann hierher geht. Der Gravelweg. Ich habe das Gefühl, wenn ich baue, kommt der Ton erst später. Krass.
Nein! Geht das so? So? So, meine Herren, jetzt muss ich hier nur noch rüberkommen. Was nehme ich denn da? Ich würde sagen, die Eichelholztreppen. Eichelholz. So eine Dreiertreppe. Na, Moment mal, ist jetzt aus Holz? So wie da oben, so ähnlich. Ähnlich wie da oben? Ah, normal am Rand hätte ich jetzt eigentlich Cobblestone gemacht. Mache ich auch noch. Deswegen kommt jetzt erstmal nur die Holzbrücke. Die aber jetzt einen höher ist. Ja. Mit die Schiffe noch da drunter her können. So. Ah, da muss ja aber noch ein höher. Vor allem welche Schiffe, keine Ahnung, aber kommt jetzt drei hoch. Ah, doch, wenn da noch mit Cobblestone gearbeitet wird, dann sollte es ja super toll aussehen. Und eine Stütze kommt natürlich auch noch, so wie da. Damit man auch mal gemütlich hier rübergehen kann und nicht mal durchs Wasser schwimmen muss vorne rum. Oh! So, und hier kommt dann... Hier die Treppe hin, hier könnte eigentlich... Gute Frage, also kommt hier... Ne, Erde kommt hier hin. Erde, 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 kommt lieber die Erde weg. Boah, leck mich am Arsch. Heftig. Na, die Schaufel ist ein bisschen verzaubert, die ist Effizienz. Effizienter ist sie. Das ist der Wahnsinn, was die dann wegklopft. Damit kann man sogar Holz schneller abbauen als mit der Axt. Los. Genau, die Dorfbewohner müssen nur Quests haben. Sammel für mich 5 Äpfel, dann gebe ich dir was Besonderes. Obwohl, ne, dann wird es, glaube ich, zu sehr ein Online-Rollenspiel werden. Dann sammel mir 10 Äpfel mal. Tschüss. Da komme ich nicht dran. Ah ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. 23 Minuten knapp. Das heißt, rein rechnerisch müsste heute Dienstag sein. Heute ist kein Livestream, weil ich noch einiges zu tun habe. Und morgen bin ich dann auf der Gamescom. Also am Mittwoch bin ich einmal auf der Gamescom und Samstag auch noch. Und wie ich aussehe, müsst ihr jetzt mittlerweile auch schon gesehen haben. Weil ich da ja ein Video hatte, genauso wie so ein paar Gewinnspiele. Beziehungsweise kein Gewinnspiel, direkt eine Verlosung, weil alles schon gelaufen ist. Ja. Das ist jetzt scheiße, muss ich schon sagen. Es gibt hier keine richtige Mitte. Uap, aber von hier dann auch nicht, oder? Oder ist jetzt... Habe ich mich verguckt. Doch, das ist die Mitte. Oder? Mal nochmal hingehen und zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch. Perfekt. Oh, ich gehe runter. Wie tief ist das denn hier? Ah ja, erstmal Luft holen, bevor ich das hier gleich abkacke. Oh, ein zu viel. Ich krieg zu viel. So, aufheben. Immer so wahnsinnig knapp.
Einer muss aber noch drauf, damit das Fundament aus dem Wasser rausragt. Holz gammelt ja ein bisschen schneller als Stein. An der einen sogar noch mehr. Das ist Optifine, das geht mit Steuerung. Für jeden, der es wissen möchte und noch nicht kennt, super Mod zum Optimieren. Da ist auch das drin, damit sich die Fensterscheiben verbinden. Also hat Kacke, wenn man hier mal hoch runter geht. Also bei Bauarbeiten ist das blöd. Dann brauche ich da noch ein bisschen Sand. Brauch. Geil! Ja, und da hinten müsste eigentlich noch ein bisschen Erde rein. Zwei ganze Erdblöcke habe ich noch und die reichen sogar. Fertig. Für das erste, weil wenn da Cobblestone dran ist, kommt da natürlich noch mehr hin. Oh Mist, der Thumbnail Point. Scheiße, Mann. So, jetzt geht's an den. An die Dorfbewohner, diese verkackten Endermen, ne? Und die lassen ihn so liegen, die verschwinden dann, glaube ich, und nehmen dann mit. Können wir dann ausbessern. Ich glaube, die Playlist sollte ich mal wieder ändern. Das ist jetzt Montego. Na, das war Hähnchenmann. Korn hier. Um denn zwei Sachen. Ah. Cool, ich habe schon 5 Dinger. Mann, ist halt blöd. Das reicht nicht, aber ich habe 16 Smaragde nun. Guck mal, ich habe einen Smaragd. Na schade, ich dachte, ich könnte es wechseln. Da gibt es 5 Pfeile für einen Smaragd. Wow. Hallo. Eine Schere. Wieder 5 Pfeile, ich habe Hunger. Oh, lecker. Was kann er mir anbieten? Melonen. Viel geiler wäre, wenn die, was weiß ich, Diamanten hätten oder so. Tausche Smaragd gegen Diamant. Kekse. Ich hatte noch nie Kekse hier, glaube ich. Toll. Jetzt verstehe ich, wofür das ist. 10 Kies und 1 Smaragd für 3 Feuersteine. Holzabschneider, du. Ja, komm, wird dunkel. Verpisst euch alle in das Haus da rein. Kommt. Ist da nicht voll da drin? Einer lungert doch hier oben noch rum. Der hat bestimmt gute Sachen. Komm. Ja, der hat Brot. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Jetzt mal zurück. Schmaragde habe ich. Ich habe Schmaragde, damit kann man geilen Stein bauen. Für den grünen Pool. Hey! Ich weiß nicht warum, bei der Musik muss ich aber in meinem Baumhaus sinken, da hinten. Lauf! So, da sind wir wieder in Sicherheit mit meinen schönen Smaragden. Wofür ich die jetzt auch immer habe. Aber ich glaube, das war doch so.